Welches war das schönste Tor, was du live gesehen hast? Das schönste Tor? Boah, das ist eine schwere Frage. Okay, das ist ja schon richtig schwierig. Maxi Beister beim HSV. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel, ich weiß nicht mehr, welcher Wettbewerb. Aber es war ein Distanzschuss aus 30 Metern, glaube ich. Es war sehr schön. Ja, jetzt das vom Rode gegen Nürnberg war eins der besten, was ich live miterleben durfte. Ich würde sagen, es war das 1:0 von Thomas Müller im Champions-League-Finale daheim 2012. Ja, ging danach nicht ganz so gut weiter. Von Rodrigo Salazar. Ich glaube, ich würde sagen, am 34. Spieltag in der letzten Saison das 50-Meter-Tor von Salazar. Welches Spiel war bisher für dich am emotionalsten? Das 3-2 gegen St. Pauli. Ganz simpel, WM-Finale 2014. Ich habe zwar gearbeitet beim Radio damals während des Finals, aber umso emotionaler war dann der Abpfiff und die Zeit nach dem Spiel vor allem. Unser Aufstiegsspiel gegen St. Pauli. Das war das Freundschaftsspiel zwischen Österreich und Deutschland kurz vor der Weltmeisterschaft 2018. Ich bin halb Österreicher, halb Deutscher und ich muss sagen, also Österreich hat gewonnen und ich habe diesen Sieg gefeiert, als ob es das WM-Finale gewesen wäre. Das letzte Spiel in Nürnberg, weil ich mich da selber gefühlt habe. Wer ist der größte Was-wäre-wenn-Spieler? Was wäre wenn? Fällt mir gerade sogar keiner ein. Adriano ist, glaube ich, der größte Was-wäre-wenn-Spieler. Ich habe gerade wieder ein Video über ihn gemacht. Das ist eine unfassbare Geschichte. Der Typ war mit Anfang 20 einer der besten Spieler der Welt. Und dann der Schicksalsschlag mit seinem Vater und die ganze Tragödie drumherum. Und ich hätte gerne gesehen, wenn der weiter auf Weltklasse-Niveau gespielt hätte. Messi Barcelona. Riesiges Potenzial hatte Lukas Scholl. Ich fand ihn grandios. Ich habe ihn dann mal getroffen, habe gefragt, was ist denn da eigentlich los gewesen? Und das ist halt das Problem, wenn du Druck hast. Ne? Wenn du einen großen Namen hast, weil du einen großen Vater hast. Das ist eine riesengroße Bürde und am Ende ist leider nichts draus geworden. Ich finde es total schade. Neymar ohne PSG-Wechsel. Wer ist der beste Spieler aller Zeiten? Bester Spieler aller Zeiten? Cristiano. Cristiano Ronaldo. Messi. Für mich persönlich ist der wahre Ronaldo R9, weil der hat meine Kindheit geprägt, hat meine Jugend geprägt und hat mich zu einem exzessiven Fußballfan gemacht. Franz Beckenbauer, ne? Also wenn man sich dann mal anschaut, okay, wie hat er Fußball gespielt? Das war ja eine ganz andere Art und Weise im Vergleich zu allen anderen Fußballern zu dem Zeitpunkt. Ne? Also er wirkte ja wie so ein Tänzer auf dem Fußballplatz, der um die Gegner rumgedribbelt ist, was total untypisch ist damals. Ich muss sagen, als ich mir dann so alte Bundesligaspiele angeschaut habe, dann, boah, das war schon sehr, sehr geil und sehr, sehr speziell. Welchen Spieler hättest du gerne mal live gesehen? Same. Franz Beckenbauer einmal live zu sehen oder auch Gerd Müller. Das wäre mega gewesen. Den Bomber der Nation, man hört immer, oh, er war so grandios, er hat so viele Tore gemacht. Aber im Grunde genommen können wir das auch alle nicht so richtig bewerten. Und das finde ich halt schade, dass man so Fußballer aus der früheren Generation nie hat live spielen sehen. Den echten Ronaldo, den brasilianischen. Ronaldo hätte ich gerne mal live gesehen, R9, weil damals in den 90ern und Anfang der 2000er hat man viel über Zeitungen noch Spieler verfolgt und Spiele verfolgt. Und den mal, ich habe ihn zwar live gesehen, aber ich hätte ihn auch gerne mal live im Stadion gesehen, weil der Typ war ein Phänomen und wurde nicht zu Unrecht so getauft. Cristiano Ronaldo. Messi und Ronaldo. Wer wird Deutscher Meister 2022-23? Ja, gut. Der FC Bayern. Bayern München. Bayern. Bayern. Ich denke, alles andere als der FC Bayern wäre ein Megatipp. Das wird wieder eine relativ langweilige Saison, leider. Wer gewinnt die WM? Oh, das ist eine super schwierige Frage. Ich finde, es gibt so 3, 4, 5 richtig gute Mannschaften. Deutschland. 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 Ich denke, dass, und haltet mich nicht für verrückt, aber Deutschland hat gute Chancen. Ich glaube, es wird Frankreich. Mal wieder. Wird Haaland mehr Tore schießen als Cristiano Ronaldo in der Premier League-Saison 2022-23? Ja gut, jetzt ist erstmal die Frage, ob Cristiano Ronaldo überhaupt in der Premier League dabei ist. Da ich nicht glaube, dass Ronaldo 2022-23 in der Premier League spielen wird, glaube ich, dass Haaland mehr Tore schießt, ja. Also wenn Ronaldo in der Liga bleibt, glaube ich, wird es eng. Frage ist, bleibt er in der Liga? Ich sage, Haaland macht mehr. Ich glaube nicht. Ich würde aber sagen, ja. Also Erling Haaland ist so dieses letzte fehlende Puzzlestück, was du bei Man City gebraucht hast. Auf den wird man setzen und dementsprechend, ja, der wird deutlich mehr Tore machen. Ja. Welche zwei Mannschaften werden 2023 im Champions-League-Finale stehen? Im Champions-League-Finale nächstes Jahr werden Manchester City und PSG aufeinandertreffen. Das wird die Fußballromantiker freuen. Manchester City und Bayern. Bayern und Liverpool.
Ich sage Man City und Bayern. Ich denke, Man City wird mit dabei sein. Ja, es wird so ein El Plastico gegen PSG. Wer ist der beste Torhüter der Welt? Ja gut. Aktuell und all time gehe ich immer noch mit Manuel Neuer. Neuer. Manuel Neuer. Boah, ist Manuel Neuer noch der beste Torhüter der Welt? Ich würde sagen, Stand jetzt ja aufgrund mangelnder Alternativen. Eigentlich gibt es da zumindest aus deutscher Sicht nur eine Variante und das ist Manuel Neuer. Da geht es jetzt noch nicht mal nur um die reinen Skills als Torhüter, sondern auch als Persönlichkeit abseits des Platzes. Ein absoluter Führungsspieler, jemand, der sich auch die jungen Talente schnappt, der eine sehr große Präsenz hat, der den Vordermännern Sicherheit gibt. Und dann kommt natürlich noch der Vorteil, dass er auf der Linie stark ist, dass er im Rausgehen stark ist. Er ist einfach so das perfekte Gesamtpaket. Wie wird das erste Derby-Spiel in der neuen Saison zwischen BVB und Schalke 04 ausgehen? 2-1 für Schalke. 0-1, also wir gewinnen. Das wird Dortmund mit 3-1 gewinnen. Entspanntes 4-4 nehme ich. Ich schätze, Dortmund wird 4-0 führen und am Ende ist es dann 4-4. Welches ertauschte Trikot bedeutet für dich am meisten? Ich habe mal eins mit David Alaba getauscht. Das fand ich cool, das habe ich meinen kleinen Cousins geschenkt. Also bedeutet mir jetzt nicht unbedingt was, aber bedeutet mir was, dass ich meinen kleinen Cousins damit eine Überraschung machen konnte. Das von Simon Terodde. Was hast du dir von deinem ersten Profigehalt gekauft? Nichts Besonderes. Eine Uhr. Wer waren deine Vorbilder im Fußball? Stefan Effenberg fand ich damals als kleines Kind cool und ja, war sowas wie ein Vorbild. Seit längerem Joshua Kimmich. Mit wem würdest du gerne mal Fußball spielen? Mit Kaká, ich gerne mal früher Fußball gespielt. Mit Messi.